Hallo, mein Name ist Louis0392 und das ist mein erstes Tutorial. Ja, und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr euer Headset benutzt, um den Dismoomi bei zum Beispiel Spielen wie The Legend of Zelda, Phantom Hourglass, Mario und Luigi und viele weitere Spiele, wo ihr das Mikrofon braucht. Und zwar geht ihr als erstes bei Konfigurieren, dann bei Mikrofon-Settings. Ich schiebe das mal in die Mitte. Und dann müsst ihr hier oben den Punkt Use Contract Physical Microphone in Klammern Not Sample for Test. Das muss hier, also der Punkt muss hier sein. Meistens ist dieser Punkt hier, aber der Punkt muss hier sein. Und ihr müsst natürlich euer Mikrofon angeschlossen haben. So, dann geht ihr einfach hier auf Control. Ne, noch nicht, nicht das, sondern auf Hotkey einstellen. Nee, doch nicht. Und zwar geht ihr einfach dafür bei Hotkey-Einstellung. Und dann müsst ihr hier bei Mikrofon oder beziehungsweise Mikrofon eine Taste setzen. Die müsst ihr einfach nur setzen. So, dann geht ihr einfach hier ins Spiel. Ich bin schon bei der Stelle, wo wir jetzt zum Beispiel beim DS also Hallo sagen müssen oder einfach nur ein Laut geben müssen, damit uns die Frau da hinten hören kann. Dann drückt ihr einfach nur auf die Taste, die ihr belegt habt. Ich habe hier zum Beispiel Z und müsst dafür dann in euer Mikrofon pusten. Moment. Zack. Und ihr seht, sie reagiert darauf. Also ihr müsst einfach nur die Taste drücken, dann aktiviert ihr euer Headset und sie wird darauf reagieren. Zum Beispiel ist das auch bei Mario und Luigi der Fall. Dieses Nintendo DS-Spiel, wo ihr mit Bowser das Feuer einsetzen könnt, dann könnt ihr einfach in euer Headset pusten. Ganz einfach. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial geholfen und ihr findet das geil, dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Tutorial wieder dabei. Bis dahin und ciao.